Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Dieses Video widme ich einem Wrestler, dessen Lebensgeschichte und Karriere zu den traurigsten und zugleich unfassbarsten Geschichten im Wrestling zählt. Ich spreche hier vom Loose Cannon Brian Pillman. Dieser zählte in den 90er Jahren zeitweise zu den größten Attraktionen im Wrestling. Leider starb er am 5. Oktober 1997 im Alter von gerade mal 35 Jahren völlig unerwartet an Herzversagen. Doch wer war überhaupt Brian Pillman? Was machte ihn so besonders? Warum war sein früher Tod für viele so unfassbar traurig? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in meiner Dokumentation zu Brian Pillman. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Alle bisherigen Videos meines Wrestling Adventskalenders könnt ihr in der dazugehörigen Playlist jederzeit anschauen. Die Infokarte dazu blinkt gerade auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Brian William Pillman wurde am 22. Mai 1962 in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio geboren, wo er gemeinsam mit seinen vier Geschwistern aufwuchs. Schon drei Monate nach seiner Geburt ereignete sich der erste von vielen Schicksalsschlägen in seinem Leben. Sein Vater verstarb im Alter von 55 Jahren unerwartet an Herzversagen, was Pillman früh vor Augen führte, dass ihm ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern machte Brian Pillman eine harte und schwierige Kindheit durch, weil er die meiste Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Während dieser Zeit musste er sich mindestens 30 Operationen unterziehen, um Polypen aus seinen Stimmbändern zu entfernen. Dadurch bekam Pillman seine markante Reibeisenstimme, wofür er während seiner Schulzeit von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Außerdem berichtete Brian Pillmans Schwester Linda in der Dark Side of the Ring Dokumentation davon, dass er wegen der zahlreichen Operationen teilweise wochenlang nicht sprechen konnte. Weiterhin durfte Brian wegen seiner gesundheitlichen Probleme zeitweise nur zu Weihnachten zu seiner Familie nach Hause. Aufgrund dieser Erfahrungen wollte er nach Aussagen seiner Schwester Linda bestimmt auch diese verlorene Redenszeit irgendwie wieder nachholen. Trotz seiner vielen Krankenhausaufenthalte und gesundheitlichen Probleme war Brian Pillman während seiner Schulzeit ein vielseitiger und begabter Sportler gewesen. Zum Beispiel fing er wegen des Mobbings seiner Mitschüler mit dem Boxen an. Aber auch im American Football war Pillman ein sehr vielversprechendes Talent gewesen. Während seiner Zeit auf dem College spielte er ebenfalls Football auf der Position des Linebackers, um eine potenzielle Karriere in der NFL anzustreben. Nach seinem College-Abschluss verwirklichte Brian Pillman seinen NFL-Traum, als er im Jahr 1984 bei den Cincinnati Bengals seinen Vertrag unterschrieb, obwohl er beim zuvor stattfindenden Draft nicht ausgewählt wurde. Nach insgesamt 6 Liga-Einsätzen wechselte er 1986 in die kanadische Football-Liga, wo er eine Saison lang für die Calgary Stampedes spielte. Doch eine schwere Knöchelverletzung beendete seine Football-Karriere ziemlich rasch. Während seiner Zeit als Footballer begann er bereits verschiedenste Steroide und verschreibungspflichtige Schmerzmittel einzunehmen. Diese Mittel wurden über die kommenden Jahre für ihn ein treuer Wegbegleiter in dessen Karriere. Schon vor dem endgültigen Ende seiner Football-Karriere schaute sich Brian Pillman nach einer Alternative um. Auf Raten seines Freundes Kim Wood begann er im legendären Hard Dungeon zu trainieren, um eine Karriere als Wrestler zu starten. Unter der Anleitung von Stu Hart und seiner Söhne lernte Pillman innerhalb kürzester Zeit alle nötigen Basics, um ein guter Wrestler zu werden. Während seiner Zeit im Hard Dungeon freundete er sich zudem mit Brad, Bruce und Owen Hart an, die ihn mit der Zeit wie ihren eigenen Bruder behandelten. Im November 1986 feierte Brian Pillman sein Debüt als Pro-Wrestler bei Stampede Wrestling. Dort konnte er viele Hardcore-Fans durch seine damals noch untypischen High-Flying-Aktionen sowie seiner Vielseitigkeit im Ring schnell von sich überzeugen. An der Seite von Bruce Hart konnte in seinem Debüt ja bereits zweimal die Tag Team Championships von Stampede Wrestling gewinnen. Diese Erfolge sowie seine starken Leistungen im Ring brachten ihm 1987 den Rookie of the Year Award des Wrestling Observers Newsletters ein. Gleichzeitig entwickelte sich auch eine enge Freundschaft zwischen Brian Pillman und Dave Meltzer. Kurz darauf verschlug es Brian Pillman neben seiner Tätigkeit bei Stampede Wrestling auch zu Ligen wie New Japan Pro Wrestling oder anderen kleinen Independent Ligen in den USA. Durch seine konstant guten Leistungen im Ring und der zahlreichen guten Kritiken von Dave Meltzer wurde die WCW im Laufe der Zeit auf ihn aufmerksam und nahm ihn 1989 unter Vertrag. Weil er neben Bobby Eaton zum damaligen Zeitpunkt der einzige US-amerikanische Highflyer war, trat er bei der WCW anfangs überwiegend als Flying Brian auf. Dort wurde er auf Wunsch des damaligen Bookers und Topstars Ric Flair schnell zum Star aufgebaut.
Unter anderem bestritt Pillman gegen Flair ein Fädenprogramm und dessen World Title. Ihre gemeinsamen Main Event Matches bescherten der WCW Anfang der 90er Jahre die höchsten Einschaltquoten im TV, weshalb Pillman schnell als kommender Topstar der WCW gehandelt wurde. Besonders im Ring war Flying Brian damals eines der größten Attraktionen der WCW. Unvergessen sind auch seine Matches in der Light Heavyweight Division der WCW gegen Leute wie Chosin, Thunder Liger oder Brand Armstrong. Leider geriet Flying Brian Pillmans Karriere bei der WCW aufgrund der vielen Wechsel an der kreativen Spitze der Liga ins Stocken. Das lag vor allem an seiner verhältnismäßig schmächtigen Statur und den damaligen Gegebenheiten im Mainstream Wrestling. Während einer dieser Leerlaufphasen steckten die ideenlosen WCW-Rider Pillman in die Tag Team Division mit Stunning Steve Austin, dem es damals ähnlich erging. Entgegen der Erwartung harmonierten Austin und Pillman, die in den Shows als Hollywood Blondes auftraten, hervorragend miteinander. Das lag laut Aussagen Steve Austins besonders an Pillmans unvergleichlichen Hingabe und Detailversessenheit für den Erfolg des Teams. Laut Austin soll Pillman zum Beispiel auf einer Tour regelmäßig das Wörterbuch studiert haben, um seinen Promos mehr Ausdruck zu verleihen. Deshalb macht Austin einzig und allein Brian Pillman wegen seines großen kreativen Inputs für den Erfolg ihres Tag Teams verantwortlich. Während ihrer gemeinsamen Zeit entwickelt sich zwischen Brian Pillman und Steve Austin zudem eine tiefe Freundschaft, welche bis Brians Tod Bestand hatte. Allerdings wurde das Team von der WCW völlig unnötig wieder aufgelöst, nachdem eine von ihm mit Gehärtlern der Clash of Champions Ausgabe ein schlechtes Rating einfuhr. Nach dem Split der Hollywood Blondes verloren sowohl Pillman als auch Austin wieder viel von ihrem hart erarbeiteten Momentum, weshalb sie sich schnell wieder im Niemandsland der WCW befanden. Abseits des Rings nahm Brian Pillman damals alles mit und damit meine ich vor allem die Frauen. Er hatte seit dem Beginn seiner Wrestling-Karriere zahlreiche Beziehungen und Affären mit den verschiedensten Frauen gehabt, welche zum Teil auch zu bekannten Persönlichkeiten im Wrestling wurden. Dazu zählen unter anderem Terry Runnels und Belua McGillicuddy. Letztgenannte verkörperte zum Start von Brian Pillmans Karriere bei Stampede Wrestling einmal sogar dessen Storyline-Schwester. Kurz nach seinem Debüt bei der WCW hatte Brian Pillman bereits zwei Kinder von verschiedenen Frauen. Mit Rochelle führte Pillman jahrelang eine On-Off-Beziehung, welche für sie psychisch auch sehr belastend war. Neben den häufigen Seitensprüngen Brian Pillmans wurde Rochelle durch einen Einbruch in ihre Wohnung ebenfalls schwer traumatisiert. Im Rahmen einer WCW-Tour lernte Pillman dann das Showgirl Melanie Dynette Lawrence kennen und lieben. Nach einer kurzen Affäre wurde Melanie mit Brian Pillman Jr. schwanger. Daraufhin verließ Brian seine damalige Freundin Rochelle für Melanie, welche am 17. März 1993 heiratete. Mit Alexis Michelle Reed und Jessie Morgan brachte Melanie noch zwei weitere Kinder, die aus vorherigen Beziehungen stammten, mit in die Ehe ein. Obwohl Brian von den beiden nicht der leibliche Vater war, behandelte er sie laut Aussagen seiner Familie genauso wie seine eigenen Kinder. Ein Beweis für Pillmans Liebe gegenüber den beiden war, dass er Melanies Tochter Alexis Michelle kurz vor seinem Tod adoptiert hatte. Jedoch konnte Brian Pillman zusammen mit Melanie keine intakte Patchwork-Familie aufbauen. Vor allem zwischen Melanie und Brittanys Mutter Rochelle gab es häufiger Streit. Mit der Zeit entwickelte sich ein Sorgerechtsstreit um Brittany, den Brian und Melanie für sich entscheiden konnte. Eine tragende Rolle bei ihrem Sieg in dessen Rechtsstreit sollen Rochelles psychische Probleme und eine von Melanie unterstellte Entführung Brittanys gewesen sein. Außerdem durfte Rochelle seit dem Urteil ihre Tochter Brittany nur noch unter Aufsicht und Einverständnis Pillmans zu sehen bzw. Zeit verbringen dürfen. Wenig später unterstellte Melanie Brittanys Mutter eine erneute Entführung, wodurch sie ihre Widersacherin damit bedrohte, dass sie Brittany nie wieder sehen dürfte. Durch die Drohung ihrer Rivalin eingeschüchtert und der Tatsache, dass Rochelle an schweren Depressionen litt, nahm sie sich kurz darauf das Leben. Das Bittere an dieser Geschichte ist, dass das Treffen zwischen Rochelle und ihrer Tochter mit Brian vorher abgesprochen war. Nach dem Tod Rochelles machen sich Brian Pillman und Melanie schwere Vorwürfe bezüglich ihres Verhaltens ihr gegenüber. Da er sich für den Selbstmord Rochelles mitverantwortlich fühlte, bezahlte Pillman wegen seines schlechten Gewissens ihre Beerdigung. Obwohl Brittany ihrer Stiefmutter Melanie die Schuld an dem Tod ihrer geliebten Mutter gab, ließ sie sich wenig später trotzdem von ihr adoptieren. Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Brittany und Melanie bis heute mehr als angespannt. Das liegt besonders an der Geschichte und Melanies Umgang mit ihr nach Brian Pillmans Tod, worauf ich später noch eingehen werde. Der Selbstmord von Rochelle war für Brian Pillman ein besonders unangenehmes Ereignis, weil er all seinen Kindern versprach, ein guter Vater zu sein. Seit der Geburt seines ersten Kindes hat er sich deswegen zum Ziel gesetzt, dass er seinen Kindern eine möglichst glückliche und unbeschwerte Kindheit sowie einen komfortablen Lebensstil bescheren werden will. Dadurch stand das Wohlergehen seiner
seiner eigenen Kinder von da an komplett im Zentrum von Brian Pillmans Karriere. Jedoch war Flying Brian damals schon bewusst, dass er wie sein Vater kein langes Leben haben wird und deshalb schnell das große Geld machen musste. Um dieses Ziel noch in seinen Lebenszeiten zu erreichen, wollte er schnellstmöglich zu einem der größten Stars im Wrestling aufsteigen. Dabei war ihm klar, dass sein Aufstieg an die Spitze ohne die nötige Kreativität und Hingabe nicht funktionieren werde. Im Herbst 1995 nahm der Aufstieg von Brian Pillman an die Spitze seinen Lauf. Nachdem er mit Shoestin Thunder Liger das allererste WCW Monday Nitro Match bestreiten durfte, wurde er wenig später auch Mitglied der legendären Four Horsemen. An der Seite von Ric Flair, Arn Anderson und Chris Benoit war er von nun an wieder ein wichtiger Bestandteil der großen Storylines von der WCW gewesen. Allerdings gab sich Flying Brian mit der Rolle im Schatten des Nature Boys nicht zufrieden und arbeitete währenddessen an einem neuen Gimmick, welches ihn einen festen Platz in den Main Events sichern sollte. In Zusammenarbeit mit seinem alten Football-Trainer und Freund Kim Woods kreierte er das Loose Cannon-Gimmick, welches die Grenzen zwischen Kayfabe und Realität komplett neu definieren sollte. Mit diesem Gimmick wollte Pillman möglichst alle Zielgruppen der Wrestling-Community erreichen. Das bedeutet, dass er damit sowohl Casual-Fans sowie auch die Hardcore-Fans bzw. Insider, welche über die Abläufe in der Szene bestens informiert waren, regelmäßig in das Licht führen wollte. Ende des Jahres 1995 debütierte Pillman bereits mit seinem Gimmick in den Shows, wo er seine damaligen Stablemates durch sein buchstäblich loses Mundwerk storyline-technisch immer wieder in Schwierigkeiten brachte. Jedoch begann Pillman kurz darauf, auch die sogenannten Smart Marks oder sogar WCW-Angestellte an der Nase herumzuführen, indem er häufig von den eigentlichen Skripten abwich. Ein bekanntes Beispiel ist die 32. Ausgabe von Clash of Champions. Dort bestritt Pillman ein Match gegen Eddie Guerrero, wo er zur Überraschung aller Beteiligten komplett unerwartet den WCW-Kommentator Bobby the Brain Heenan am Kragen packte. Von der Situation komplett überrumpelt, droppte Heenan im Live-TV die F-Bombe, wodurch den Fans ein kleiner Schocker präsentiert wurde. Mit Ausnahme von Pillman selbst wusste lediglich Eric Bischoff von der Aktion im Vorfeld Bescheid. Doch Bischoff, welcher ein großer Fan des Loose Cannon Gimmicks war, hatte große Pläne für Pillman, ohne dabei zu ahnen, dass sein künftiger Topstar nicht mehr für ihn arbeiten wollte. Bei Super Brawl 6 bestritt Pillman gegen Kevin Sullivan ein I Respect You Strap Match. Nach nicht mal einer Minute im Match nahm sich Pillman plötzlich ein Mikrofon und sprach folgende Worte aus: I respect you, Booker Man. Damit entlarvte er seinen Gegner in aller Öffentlichkeit als Booker der WCW, was Fans als auch den Lockerroom der WCW in Aufruhr versetzte. Schließlich waren sich alle uneinig, ob Pillmans Aktion Teil der Show oder ein echter Shoot gewesen war. In Wahrheit wussten sowohl Eric Bischoff als auch Sullivan über die Vorgänge im Vorfeld Bescheid. Allerdings wurden keine weiteren WCW-Superstars oder Angestellte über den Ablauf des Matches in Kenntnis gesetzt, um den Vorfall möglichst echt erscheinen zu lassen. Durch diesen Angle konnte die WCW den Eindruck vermitteln, dass Pillman auf eigene Faust seine Kündigung provoziert hat. Kurz nach seinem WCW-Abgang tauchte er mit Erlaubnis von Eric Bischoff bei der ECW auf, um den Super Brawl-Angle glaubhaft zu verkaufen. Bei seinem ersten ECW-Auftritt im Rahmen des ersten Cyber Slam Events demonstrierte Pillman das enorme Potenzial seines Loose Cannon Gimmicks. Dort zog er ohne Rücksicht auf Verluste über seinen ehemaligen Arbeitgeber her. Auf der anderen Seite hingegen wurden die Fans schon bei diesem Auftritt als auch während Pillmans ECW-Runs Zeuge von dessen Schattenseiten seines brillanten Gimmicks. Zum Beispiel drohte er während seiner Debütpromo in den Ring zu pinkeln, was durch Paul Heyman, Todd Grodin und Shane Douglas unterbrochen werden musste. Während Pillmans ECW-Runs gab es auch einige unterhaltsame Videopakete mit ihm, indem er gegen das Establishment des Wrestling-Business rebellierte. Dazu zählte unter anderem ein Kampf gegen einen riesigen Bleistift, welchen man in Anbetracht von Brian Pillmans damaligen geistigen Zustand im Nachhinein auch zweideutig interpretieren könnte. Im Laufe der Zeit konnten selbst gute Freunde oder enge Vertraute von Brian Pillman den Wrestling-Charakter und die Privatperson nur noch schwer unterscheiden. Diese Unsicherheit verursachte häufig Missverständnisse und führte sogar zu Streit zwischen Pillman und seinem engeren Bekanntenkreis. Trotz alledem konnte Pillman sein Loose Cannon Gimmick, wie von Bischoff erwartet, in der ECW zu seiner Zufriedenheit weiterentwickeln und perfektionieren. Zusätzlich stieg er durch seinen Abstecher zur ECW zu einem der begehrtesten Personalien im Wrestling auf. Im Hintergrund schmiedete Eric Bischoff bereits große Pläne für die große Rückkehr Pillmans in die WCW-Shows. Unter anderem war für ihn ein groß angelegtes Fädenprogramm mit Hulk Hogan geplant gewesen. Was Bischoff zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass Pillman ihn ausgetrickst hatte, um Verhandlungen mit der damaligen World Wrestling
Boxing Federation aufnehmen zu können. Laut Aussagen von Pillmans engsten Freunden spielte Geld die Hauptrolle in den Vertragspoker, den er sich damals mit der WCW und WWE lieferte. Zudem trieb er seinen Marktwert durch seinen mehr als erfolgreichen Run bei der ECW wesentlich in die Höhe, wodurch Bryan sich eine sehr gute Vertragsverhandlungsbasis verschaffen konnte. Im Frühjahr 1996 war der Loose Cannon bereits auf den Sprung zur WWE, nachdem er Vince McMahon als auch Jim Ross von seinem Genie und Talent überzeugen konnte. Des Weiteren gelang es ihm mit McMahon, einen für ihn sehr lukrativen Deal auszuhandeln, womit er sich und seine Familie finanziell top abgesichert hätte. Jedoch schlug vor der Vertragsunterschrift das Schicksal mit voller Härte zu. Am 15. April 1996 überlebte Brian Pillman einen folgenschweren Autounfall, welcher sein Leben komplett verändern sollte. Am Steuer seines Hammers schlief das Loose Cannon aufgrund seines privaten und geschäftlichen Stresses ein. Dadurch kollidiert er bei hoher Geschwindigkeit mit einem LKW, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug. Während des Überschlages wurde der nicht angeschnallte Pillman aus dem Auto geschleudert, was laut Aussagen seiner Angehörigen ihm das Leben gerettet hatte. Bei diesem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Dazu zählte unter anderem ein kompletter Trümmer der Knöchel sowie schwerste Gesichtsverletzungen. Außerdem lag Pillman wegen des Unfalls eine Woche lang im Koma. Laut Berichten seiner Schwester Linda sowie seiner Ehefrau Melanie hatten sie Brian wegen seiner schweren Gesichtsverletzungen bei ihrem ersten Besuch im Krankenhaus gar nicht wiedererkannt. Die Ärzte konnten Pillmans Gesicht zum Glück wieder komplett rekonstruieren, nachdem sie ihm zahlreiche Platten im Gesicht eingesetzt hatten. Weiterhin konnten sie auch seinen komplett zertrümmerten Knöchel nach einer komplizierten Operation einigermaßen wiederherstellen, wodurch eine Amputation des Fußes vermieden werden konnte. Trotz alledem musste Pillman nach seiner Krankenhausentlassung mehrere Wochen im Rollstuhl sitzen, was ihm laut Angaben seiner Schwester Melanie in tiefe Depressionen stürzte. Der Grund dafür war offensichtlich die Angst davor, sein eigenes Versprechen, welches er seinen Kindern gab, nicht einhalten zu können. Trotz des schweren Unfalls und der Ungewissheit über den weiteren Verlauf seiner Karriere nahm Pillman noch im Rollstuhl sitzend wieder Bookings wahr, um weiterhin im Gespräch zu bleiben. Das Komische, aber auch irgendwie Faszinierende an dem Unfall ist vor allem, dass viele Fans und Kollegen und sogar Freunde den Unfall anfangs für ein Work hielten. Das zeigt, inwieweit das Loose Cannon Gimmick in Pillmans Privatleben inzwischen eingedrungen war. Der unbändige Wille und Ehrgeiz von Brian Pillman solle sich auszahlen, als er am 10. Juni 1996 im Rahmen einer großen Pressekonferenz einen lukrativen WWE-Vertrag unterzeichnete. Das Besondere an Pillmans Wechsel zur WWE war, dass er nach Mark Mero der zweite WWE-Superstar überhaupt, welcher mit einem sogenannten Guaranteed Contract ausgestattet wurde. Das bedeutet, dass ihm die WWE unabhängig von seiner Auftrittsgage ein festes Gehalt bezahlte. Dieses Festgehalt belief sich bei Pillman auf damals ca. 400.000 US-Dollar pro Jahr, was für damalige WWE-Verhältnisse jede Menge Geld war. Allerdings wurde der Vertrag von ihm alle drei Monate neu verhandelt, weshalb das Loose Cannon permanent unter massivem Druck stand, entsprechend abzuliefern. Die Verpflichtung Pillmans sowie dessen Gehalt begeisterte viele etablierte WWE-Superstars überhaupt nicht, weil sie ihm angesichts seiner Verletzungen und Unberechenbarkeit für überbewertet hielten. Außerdem waren Stars wie der Undertaker oder Triple H sauer darüber, dass jemand wie er vor ihnen den damals heiß begehrten Guaranteed Contract erhielt, obwohl er weniger fürs Wrestling bzw. für die WWE allgemein geleistet hatte als sie selber. Durch den Druck vom WWE-Management als auch vom Lockerroom war Brian Pillman von Tag 1 angezwungen abzuliefern. Dies führte dazu, dass Pillman den Heilungsprozess seiner Verletzungen immer mehr vernachlässigte. Vor allem seine Knöchelverletzung sollte für ihn ein großes Hindernis werden, denn durch die starken Schmerzen und Einschränkungen im Fuß musste er seinen In-Ring-Stil komplett umstellen. Statt seines vorherigen High-Flying-Stils musste er sich an einen mehr auf Matten-Wrestling basierenden Wrestling-Stil umgewöhnen. Wie bereits angedeutet, belasteten Pillman auch die weiterhin starken Schmerzen im verletzten Knöchel, weshalb sich seine Schmerzmittelsucht noch mehr verschlimmerte. In Interviews berichtete Pillmans Freund Chris Benoit mehrmals davon, dass Brian sich nach dem Autounfall stündlich eine Schmerztablette einwarf und diese dann noch mit Alkohol herunterspülte. Zu Beginn seines WWE-Runs wurde Brian Pillman aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht als Wrestler eingesetzt. Stattdessen wurde er eher für Promosegmente oder als Kommentator eingesetzt. Obwohl er während dieser Zeit seinen Loose Cannon Charakter verkörperte, war dieser Zustand für die WWE und Pillman selbst keine langfristige Lösung. Seine erste richtige Fehde in der WWE hatte er mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner Stone Cold Steve Austin, das Geschichte schreiben sollte. Nach einem heftigen Beatdown Austins an Pillman, wo er dessen Knöchel laut Storyline zertrümmerte, wollte er dem Loose Cannon erneut eine Abreibung verpassen. Allerdings wollte die Texas Rattlesnake sein Widersacher dieses Mal in dessen eigenen vier Wänden aufsuchen. Jedoch drohte Pillman vor laufenden Kameras damit, auf seinen Angreifer zu schießen, falls er ihn zu nahe
nahe kommen würde. Als Austin dann tatsächlich ins Haus von Brian Pillman vordrang, sahen die WWE-Zuschauer einen wild entschlossenen Pillman mit einer feuerbereiten Waffe in den Händen. Daraufhin wurde das Bild schwarz und man hörte einen Schuss. Kurz darauf wurde aufgelöst, dass Pillman Austin verfehlt hatte und außer einer kleinen Rangelei nichts weiteres passiert war. Trotzdem ging dem USA Network der Engel viel zu weit, weil besagte Raw-Folge damals im Vorabendprogramm des Senders lief und von der Öffentlichkeit extrem negativ kritisiert wurde. Aus diesen Gründen musste sich Vince McMahon in der darauffolgenden Woche zum ersten und bisher einzigen Mal in der WWE-Geschichte für eine übertriebene und unangebrachte Storyline im WWE-TV entschuldigen. Nach diesem mehr als kontroversen Engel verschwand Brian Pillman bis WrestleMania 13 vorübergehend aus dem TV-Geschehen der WWE, um seine Knöchelverletzung auszukurieren. Bei seinem Comeback nach WrestleMania 13 schloss er sich der damals neu gegründeten Hart Foundation an. Als Teil der Gruppierung nahm seine bisher enttäuschende WWE-Karriere erstmals richtig Fahrt auf. Im Mai 1997 beschritt Pillman nach über einem Jahr Pause sein erstes offizielles Match für die WWE. Allerdings wurde dort vielen Beobachtern schnell klar, dass seine Verletzungen noch lange nicht ausgenesen waren. Zusätzlich kam noch hinzu, dass Pillman die Umstellung seines In-Ring-Stils schwer zu schaffen machte. Deshalb konnte er nicht ansatzweise an die Leistungen von früher herankommen. Obwohl Pillman zu dieser Zeit wieder Matches bestreiten konnte, war er außerhalb des Ringes nach wie vor auf Krücken oder einen Gehstock angewiesen, um richtig laufen zu können. Kurz darauf boten Leute wie Steve Austin oder Jim Ross ihm häufiger an, eine weitere Auszeit zu nehmen, um seine Verletzungen vollständig auszukurieren. Zudem bereitete Jim Ross der inzwischen sehr hohe Schmerzmittelkonsum von Pillman große Sorgen, weshalb er an ihm einmal einen Drogentest durchführen ließ, welcher positiv ausfiel. Allerdings konnte die WWE ihn trotzdem nicht in die notwendig gewordene Auszeit schicken, um ihm die Möglichkeit zu geben, seine Steroid- und Schmerzmittelsucht in den Griff zu bekommen. Das lag vor allem daran, dass er für alle nachgewiesenen Substanzen ein ärztliches Attest vorweisen konnte und der WWE dadurch die Hände gebunden waren. Doch auch das Privatleben Brian Pillmans geriet zur gleichen Zeit immer mehr aus der Kontrolle. Seine Ehe mit Melanie lag in den letzten Monaten seines Lebens buchstäblich in Trümmern. Schuld daran war sein permanent schlechter Umgang mit ihr nach seinem Unfall, weshalb sie sich als Warnschuss an Brian von ihm trennte und obendrein die Scheidung eingereicht hatte. Trotzdem lebten sie beide bis zum Tod von Pillman weiterhin im selben Haus. Allerdings lebte Brian fortan nur noch im Keller des gemeinsamen Hauses. Mit der Zeit wendeten sich auch immer mehr Freunde von ihm ab, weil er sich weigerte, für seine Probleme Hilfe zu suchen. Ein weiterer Teil der Abwärtsspirale Brian Pillmans waren seine zahlreichen kleineren Autounfälle, welche ihm beim WWE-Management als auch bei seinen Kollegen weitere Minuspunkte einbrachte. Zudem erschien er zu den WWE-Shows in den Wochen vor seinem Tod häufig zu spät oder auf den letzten Drücker. Des Weiteren machte er in dieser Zeit psychisch als auch physisch häufiger einen sehr schlechten Eindruck, weshalb die Sorgen um ihn immer mehr zunahmen. Laut Aussagen seines ehemaligen Tag-Team-Partners Bruce Hart sollte Pillman in den Wochen und Monaten vor seinem Tod zeitweise bis zu 2 Tage am Stück geschlafen haben. Seiner Meinung nach sei dies eine Folge seines inzwischen komplett außer Kontrolle geratenen Steroid- und Schmerzmittelkonsums gewesen sein. Für viele war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass Brian Pillman sich auf einem Pfad der Selbstzerstörung befand. Es schien nur noch eine Frage der Zeit gewesen zu sein, wann die Geschichte um Brian Pillman tragisch enden würde. Am 4. Oktober 1997 bestritt Brian Pillman bei einer WWE House Show sein letztes Match gegen Goldust. Nach diesem Match sollte er laut Aussagen von damals anwesenden WWE-Superstars körperlich als auch mental in einem sehr schlechten und besorgniserregenden Zustand befunden haben. Am darauffolgenden Abend sollte Pillman beim Bad Blood Pay-Per-View ein Match gegen Dude Love bestreiten, jedoch sollte es nicht zu diesem Match kommen. Als Pillman am Nachmittag vor der Show mal wieder nicht erschienen war, erkundete sich Jim Cornette nach dem Aufenthaltsort des Loose Cannons. Dort wurde ihm die traurige Nachricht übermittelt, dass Brian Pillman tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. In Interviews gab Jim Cornette als auch mehrere Kollegen und Freunde Brian Pillmans an, dass sie die Todesmeldung anfangs als ein Work von ihm abstempelten. Nachdem Cornette sich persönlich ein Bild von der Sache gemacht hatte, gab es keinerlei Zweifel mehr an der Glaubwürdigkeit der Todesnachricht. Die Ursache für den unerwarteten frühen Tod Brian Pillmans war ein genetisch veranlagter und von den Ärzten unerkannter Herzfehler. Laut Angaben von Brians Schwester Linda ist ihr Vater wegen des gleichen Herzfehlers gestorben. Im Gegensatz zu seinem Vater wurde Brian Pillman jedoch nur 35 Jahre alt, wodurch sich seine Befürchtung, dass er kein langes Leben genießen werde, leider bestätigte. Laut Berichten aus dem damaligen engen Freundes- und Familienkreis von Brian Pillman sollte dessen Steroid- und Schmerzmittelmissbrauch ein ebenfalls ausschlaggebender Punkt für dessen frühen Tod gewesen sein. Die darauffolgende Ausgabe von Raw wurde kurzerhand Brian Pillman gewidmet, wo die gesamte WWE ihm und seinem Verdiensten Respekt zollen wollte.
Der Höhepunkt der Raw-Episode war ein Interview von Vince McMahon mit Brian Pillmans Witwe Melanie, welches sichtlich erschüttert über den Tod ihres Mannes war. Obwohl Melanie dem Interview nur unter der Bedingung zugestimmt hatte, wenn Vince McMahon ihr keine Fragen zu den Umständen von Brians Tod stellen würde, brach er für eine bessere Einschaltquote sein Versprechen. Von Millionen Zuschauern musste eine emotional mehr als angeschlagene Melanie Stellung zu McMahons oft sehr provokant formulierten Fragen bezüglich Pillmans Drogensucht nehmen. Auf diese geschmacklosen und respektlosen Fragen gab Melanie keine konkreten Antworten. Was Vince als auch die meisten Fans damals wohl nicht wussten war, dass Melanie zum Zeitpunkt von Brian Pillmans Tod wieder von ihm schwanger war. Allerdings wurde die Vaterschaft Brian Pillmans von seiner Tochter Brittany öffentlich immer wieder in Frage gestellt, weil Melanie zu diesem Zeitpunkt bereits einen neuen Freund hatte. Die Beerdigung von Brian Pillmans fand damals auf Wunsch seiner Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Allerdings hatte Melanie gegen den Wunsch von Brians Geschwister trotzdem ein Kamerateam eingeladen, welches sie doch von Brians Schwester Linda rausgeworfen wurde. Nach Angaben von Linda Pillman erschienen zur Beerdigung auch Vince McMahon und Jim Ross. Traurigerweise ließen sich dort kaum Wrestler oder ehemalige Kollegen von ihm blicken. Ansonsten fand die Trauerfeier im engsten Familien- und Freundeskreis statt. In den darauffolgenden Jahren fanden immer wieder Brian Pillmans Tributshows statt, wovon die Einnahmen direkt an die Kinder Pillmans gingen. Dadurch wollten ihm seine Kollegen und Freunde bei der Umsetzung seines Traumes unter die Arme greifen. Im Rahmen dieser Shows traten sogar einige WWE-Superstars auf, um davon Familie von Brian Pillman zu unterstützen. Allerdings konnten die Kinder von Brian Pillman nicht mehr die von ihm erwünschte unbeschwerte Kindheit erleben. Die Hauptschuldaran trug besonders seine Witwe Melanie, deren Leben durch Pillmans Tod immer mehr außer Kontrolle geriet. Unter anderem verfiel sie immer mehr in eine Drogensucht, wofür sie sogar das Geld aus den Tributshows klaute. Obendrein war ihr neuer Lebensgefährte gegenüber ihr und Pillmans Kindern häufig gewalttätig gewesen, was vor allem Brian Pillman Jr. sehr traumatisierte. Außerdem waren er als auch Melanie während dieser Zeit schwer alkoholkrank, was sich ebenfalls negativ auf die Kinder auswirkte. Erst nachdem Linda Pillman das Sorgerecht für Brians Kinder erhielt, konnten sie wieder in einer kindgerechten Umgebung aufwachsen. Einzig Brian Pillmans älteste Tochter Danielle blieb von der Familientrauma verschont, weil sie in dieser Zeit bei ihrer leiblichen Mutter aufwuchs. Gleichzeitig hatte sie laut eigenen Angaben nie ein enges Verhältnis zu Melanie Pillman gepflegt. Obwohl Melanie für ihre Kinder eine echte Rabenmutter war, konnte Brian Pillman Jr. ihr inzwischen verzeihen. Seitdem pflegte er mit seiner Mutter auch wieder ein einigermaßen gutes Verhältnis. Im Jahr 2008 versuchte Brian Pillmans Adoptivtochter Alexis im Wrestling-Business Fuß zu fassen. Als Sexy Lexi Pillman trat Alexis von 2008 bis 2009 vermehrt als Managerin auf, womit die zweite Generation der Pillmans im Wrestling Einzug fand. Ähnlich wie ihr Adoptivvater musste Alexis leider viel zu früh ihr Leben lassen. Sie starb im Alter von gerade mal 26 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Gut 8 Jahre nach Alexis Tod feierte Brian Pillman Jr. sein Debüt als Pro-Wrestler. Der ausschlaggebende Punkt für die Wrestling-Karriere von Brian Pillman Jr. war laut eigenen Aussagen ein Treffen mit Stone Cold Steve Austin, welches ihm inspirierte, Wrestler zu werden. Der ehemalige Tag-Team-Partner seines Vaters erzählte ihm bei seinem Treffen, dass er seinem Vater in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich sei. Deshalb fasste Brian Pillman Jr. kurz darauf den Entschluss, ins Wrestling-Business einsteigen zu wollen. Nachdem er zwischen 2018 und 2020 überwiegend für Major League Wrestling in den Ring gestiegen ist, steht Brian Pillman Jr. seit Sommer 2020 bei All Elite Wrestling unter Vertrag. Dort zählt er aktuell zu den größten Nachwuchshoffnungen der Liga. Zum Beispiel halten Jim Ross als auch CM Punk große Stücke auf den Sohn des Loose Cannons. Zum Abschluss möchte ich nochmal kurz über das Vermächtnis von Brian Pillman sprechen. Er zählt wahrscheinlich zu einem der talentiertesten und zugleich kreativsten Wrestler der 90er Jahre. Die Verkörperung des Loose Cannon Gimmicks und wie er es schaffte, selbst den schlauesten Wrestling-Fan hinters Licht zu führen, beweist, was für ein Genie dieser Mann gewesen ist. Wahrscheinlich würde er ohne diesen fürchterlichen Autounfall oder seinen frühen Tod heute zu den größten Stars der WWE Attitude Era zählen. Allein seine Fähigkeiten am Mikrofon und sein Charakter hätten dort ideal reingepasst, weshalb es für ihn als auch für die WWE eine verpasste Chance war. Wie bereits gesagt, halte ich Brian Pillman für seine Ideen und Hingabe für ein echtes Wrestling-Genie. Auf der anderen Seite war er jedoch auch ein perfektes Beispiel dafür, dass zwischen Genie und Wahnsinn nicht viel steckt. Im Endeffekt kann man gut 24 Jahre nach seinem Tod festhalten, dass er im Wrestling seine Spuren hinterlassen hat und einen wohlverdienten festen Platz in der Geschichte des Wrestlings hat. Das war mein Video zu Brian Pillman. Was haltet ihr von Brian Pillman und dessen Lebensgeschichte? Findet ihr, dass sein früher Tod vermeidbar gewesen wäre? Schreibt es doch mal ruhig in die Kommentare. Mich würden eure Meinungen, Eindrücke oder Erinnerungen zu Brian Pillman sehr interessieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und vergesst auch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt.
In meinem Adventskalender werden eventuell noch weitere Dokus kommen, lasst euch mal überraschen. Deshalb würde ich euch lieber raten, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr der folgenden Tage verpassen wollt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer dieses Video schaut und ciao.